Ich habe es mir letzte Woche... Verdammte! Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Ich kann einen Gang erahnen, aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang brennt kein Licht. Da tut sich gar nichts. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Druckschotts lassen sich auf Schiffen häufig nur von einer Seite öffnen. Wenn ein Raum durch ein Leck voll Wasser läuft, soll kein ertrinkender Matrose das Schott öffnen und damit das ganze Schiff gefährden. Ich bin leider auf der Seite ohne Schließmechanismus. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Um die Haare tut es mir besonders leid. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Die Oberfläche des Rohrs ist recht uneben. Könnte schwierig werden, darauf irgendwelche brauchbaren Fingerabdrücke zu finden.
eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Anzügen nachgeht. Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Draußen ist es bereits dunkel. Wie lange war ich bewusstlos? Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe. Was soll das, Zellner? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings. Wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Kommen Sie mit. Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt.
Lassen Sie nur, Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 9:45 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig, behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Ah, Doktor, da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Was ist passiert? Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Wie viele Finger sehen Sie? Finger? Herr Zellner. Ich sehe 5 Finger. 3 davon ausgestreckt. In Ordnung. Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten. Oberdeck, gerade eben. Los, das sehen wir uns an. Ich komme mit. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten, verstanden? Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz, öffnen Sie die Tür! Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Alles klar, Doktor? Natürlich.
natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Die Baronin war sternhagelvoll. Es könnte dauern, bis sie sich zur Tür bequemt. Bis gleich, Doc. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner, hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin, öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Zellner!